glaube, dass das heutige Evangelium jeden von uns erschüttern sollte. Und nicht aus dem offensichtlichen Grund. Also das ist eine Geschichte, wie wir viele aus den Evangelien kennen oder aus der Bibel. Es gibt Jesus, seine Jünger, die streiten über Dinge, die Jesus nicht wirklich interessieren und die belanglos sind letzten Endes. Hier geht es um die Machtfrage, oder nicht so sehr um die Machtfrage, sondern darum, wer mehr Geltung hat. Also Johannes und Jakobus fragen Jesus, können wir rechts und links neben dir sitzen? Und an dieser Frage zeigt sich, dass sie nicht wirklich etwas verstehen von dem, was Jesus vorhat. Was sie sich vorstellen, dass Jesus sein Volk befreien wird, weil die Juden werden geknechtet zur Zeit Jesu von den Römern. Also, sie haben die Hoffnung, Jesus ist derjenige, der sie befreien wird von dieser Besatzungsmacht. Und sie wollen einfach dabei sein. Also eigentlich nichts Verwerfliches, aber man kann sich schon vorstellen, was sie wollen. Die wollen etwas in dem neuen Reich, das dann kommt. Sie sind davon überzeugt, Jesus schafft es. Sie wollen das Sagen haben. Sie wollen einfach, dass sie etwas gelten. Und die 10 anderen Jünger, wenn man sich das ganz genau anschaut, sind nicht besser. Weil sie regen sich eigentlich darüber auf, dass die 2 schneller waren als sie. Nicht, weil sie Jesus so blöde Fragen stellen und ihn nicht verstehen, was sein Auftrag ist, sondern ja, weil die 10 so den Kürzeren gezogen haben eigentlich. Das ist, was sie aufregt. Und dieses Evangelium erzählt uns davon, wer Gott ist. Was macht Jesus hier ganz konkret? Also er könnte zuerst die 2, Johannes und Jakobus, zurechtweisen. Tut er nicht. Wenn man ganz genau liest, Jesus klagt sie nicht an, weil sie da so Blödes gefragt haben oder weil sie nicht verstehen, wer er ist und was er will, sondern ihn eben missverstehen. Und dasselbe ist mit den 10 anderen Jüngern. Er hält ihnen keinen Vortrag darüber, wie schlecht sie sind, wie schlecht ihre Gedanken sind. Die entscheidende Frage für dieses Evangelium ist, warum umgibt sich Jesus mit solchen Leuten, die ihn erstens nicht verstehen, zweitens auf ihren eigenen Vorteil aus sind und drittens, und das ist das Schlimmste, ziemlich unreif sind. Sie wollen herrschen. Deswegen erklärt Jesus dann am Ende mit diesem Dienen und Herrschen, wie es so in seinem Reich zugehen wird. Aber für mich ist wesentlicher diese Frage, wer ist Gott, wenn er sich mit solchen Menschen umgibt? Weil das ist etwas, was ich bei mir merke, wenn ich, also man bemüht sich, Gott nahe zu sein, auf welche Art und Weise auch immer. Und wenn ich mich bemühe, dann ist meine Vorstellung, ich muss entweder etwas für Gott leisten oder vor ihm gut dastehen, Gutes tun oder sonst was. Dann werde ich Gott nahe sein. Das ist ein großes Missverständnis, wie man es an diesem Evangelium sieht. Die Jünger machen hier, also zumindest in dieser kurzen Geschichte, nichts Gutes. Das ist keine Glanzleistung ihrer Seite.
Und Jesus könnte sie vertreiben, sich andere Jünger suchen, tut es nicht. Und wie wir es aus der Geschichte wissen, Jesus baut auf diesen 12 Unreifen seine Kirche auf. Noch mehr, wenn man auf dieses Evangelium ein bisschen schaut und die Verbindungen. Jesus spricht hier über seinen Tod. Und diese zwei Jünger bitten, dass einer von ihm rechts, der andere links ist in seinem Reich. Wenn man auf Jesus schaut, auf sein Leben, auf seinen Kreuzestod, wer hängt neben ihm rechts und links auf Golgotha? Zwei Verbrecher. Zu Recht zu Tode Verurteilte. Auch wenn man den Tod als Strafe nicht gutheißen kann. Wenn man noch ein bisschen tiefer gräbt, wer steht rechts und links neben Jesus? Das sieht man sehr gut, wenn man in Rom ist, auf dem Petersplatz. Also auf der Basilika oben ist Jesus in die Mitte, dann die 12 Apostel, links und rechts sind sie. Aber unten auf dem Platz, rechts und links, sind die zwei Säulen der Kirche, mit denen sich Jesus umgeben hat. Petrus und Paulus. Petrus für die Juden, Paulus für die Heiden. Petrus, ein Verräter, Paulus, ein Mörder. Gott ist wirklich anders, als man sich das vorstellt. Weil man bemüht sich immer wieder so viel darum, vor Gott etwas zu gelten. Und sehr oft gelingt es auch. Aber man bekommt nicht unbedingt das Gefühl von Gott, dass ich besser wäre als die anderen. Der Grund dafür liegt hier, weil du nicht besser bist als die anderen. Das heißt nicht, dass du schlecht bist, aber auch in deinem und in meinem Herzen gibt es Bereiche, die abgrundtief sind, die man niemandem zeigen will. Und trotzdem umgibt sich Jesus mit Menschen wie mich und dir. Mit dir umgibt er sich. Er scheut nicht vor deiner Sünde. Die hat er am Kreuz besiegt. Die hat keine Macht über dich mehr. Jesus ist anders. Gott ist wirklich anders. Er will nicht deine Gebete, wie wir es in der Bibel lesen, sie nützen Gott nichts. Sie nützen dieser Welt etwas, sie nützen vielleicht dir etwas. Das stimmt, deswegen ist es gut zu beten, weil durch Gebet bleibst du in Verbindung mit Gott. Deswegen sind wir auf dieses Gebet angewiesen, aber Gott braucht das nicht. Gott braucht es nicht, dass du ein perfektes Leben führst, nach allen Regeln der Bibel und der Kirche. Gott braucht es nicht. Du brauchst es. Das schon. Und wenn du das tust, Segen über dich. Aber Gott hat es nicht nötig, um dir nahe zu sein. Du musst ihm nichts beweisen. Also lass deine Vorstellungen fallen und schau darauf, wie Gott wirklich ist, wie das Herz Gottes aussieht. Und du wirst entdecken, dass du von Anfang an, jeden Tag deines Lebens, jede Sekunde deines Lebens von ihm geliebt bist. Und das ist das Einzige, das zählt. Nicht die Gerechtigkeit, wie Paulus schreibt,
durch Werke können wir nicht gerecht werden. Das ist unmöglich. Das ist ein zu hoher Anspruch. Durch den Glauben an so einen Gott sind wir gerecht. Und ich lade dich dazu ein, überleg heute vielleicht, wenn du ein bisschen Zeit hast. Wer ist Gott für dich und wie ist dein Verhältnis zu ihm? Ist es sein verkrampftes Kämpfen darum, dass ich ein gerechtes und rechtschaffenes Leben vor Gott führe? Oder hast du schon Gott so erblickt, wie er wirklich ist? Um es anders zu sagen, Liebe braucht keine Bedingungen, damit sie ist. Gott stellt keine Bedingungen, weder mir noch dir, damit er uns lieben kann. Wenn man jemanden liebt, dann kann man schon Bedingungen dann stellen, aber das ist nicht die Frage. Damit die Liebe geschieht, braucht es nichts. Und Gott braucht nichts von dir, dass du geliebt wirst. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Botschaft geht, aber die erschüttert mich wirklich. Weil wenn ich auf mein Leben schaue, was ich alles mache, um Gott zu gefallen, und dann so etwas erblicke, dass es eigentlich nicht notwendig ist, damit ich von ihm geliebt werde, da kann man ein bisschen verzweifeln. Weil wozu die ganze Mühe? Und man muss es wirklich trennen im eigenen Leben. Im Verhältnis zu Gott brauchst du dich nicht abmühen. Er wird dich lieben über alles. Immer. Ohne Bedingungen. Aber die Nachfolge Christi stellt andere Ansprüche. Auch andere. Damit wir unserem Auftrag, und der wurde uns mit der Taufe gegeben, Kraft der Taufe sind wir alle Priester, Könige und Propheten. Und dieser Dienst, in den wir genommen wurden oder gestellt wurden durch die Taufe, ist etwas Reales. Und wie dieser Dienst aussieht, sagt Jesus am Ende des Evangeliums. Wir sind da, um zu dienen. Nicht nur sich selber, das ist wichtig, nicht nur den anderen, das ist auch wichtig, sondern der Welt. Und dieser Dienst zeigt sich vor allem in einem, dass wir die frohe Botschaft über so einen Gott, der keine Bedingungen stellt und wirklich liebt, hinaustragen.